Ungewöhnlich, funktional und individuell. Das ist die MIA 2.0, ein günstiges Elektroauto von Fox E-Mobility. MIA soll sowohl für die Personenbeförderung als auch für die Zustellung eingesetzt werden können. Alles, was man aktuell zur MIA wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Die Firma hinter der MIA ist seit 2020 die Fox E-Mobility AG. Das Unternehmen meldet nun, dass das endgültige Design festgelegt worden sei. Doch erst im Sommer 2021 hatte die Firma ein neues Design vorgestellt und die neuen Bilder lassen keine Unterschiede erkennen. Allerdings gibt es nun auch Bilder von der Lieferwagenversion, vom Innenraum und vom Chassis. Die MIA 1.0 wurde schon 2007 vom französischen Karosseriehersteller Heuliez entwickelt. Das Design stammt vom bekannten Designer Murat Günak, der früher für Mercedes, Peugeot und VW arbeitete. Er ersann ein Wägelchen mit zwei seitlichen Schiebetüren, einem zentral sitzenden Fahrer und einer Sitzbank dahinter. Der Produktionsstart des kleinen Elektrovans verzögert sich allerdings erneut. War im Sommer noch vom ersten Quartal 2023 die Rede, so heißt es nun, die Serienfertigung werde 2024 beginnen. Der Anblick der MIA ist etwas ungewohnt. Obwohl die Ecken abgerundet wurden und die MIA dem alten Modell mit den großen Scheinwerfern eine sehr niedliche Front verpasst hat, ist die Optik immer noch sehr kantig. Aber man möchte mit MIA auch funktional und praktisch sein, da rückt das Design dann in den Hintergrund. Das Design ist nicht gänzlich unbekannt. Hyundai hat ein ähnliches Konzept wie Staria auf dem Markt. MIA soll vor allem als Pendlerfahrzeug für den Stadtverkehr oder als Transportvariante für Lieferdienste eingesetzt werden. Das Design ist dafür natürlich perfekt, denn in ein Rechteck kann viel geladen werden. Innen wirkt es sehr zurückhaltend und schlicht, aber aufgeräumt. Alles ist an einem passenden Ort und stark auf den Fahrer fokussiert. Man sitzt alleine vorne, der Beifahrer sitzt etwas weiter hinten. Dadurch konnte man das Lenkrad, es sieht ein bisschen so aus wie in einem Flugzeug, komplett mittig positionieren. Etwas gewöhnungsbedürftig, aber sinnvoll. Außerdem gibt es ein Display in der Mitte hinter dem Armaturenbrett und es besteht die Möglichkeit, ein Smartphone oder Tablet links neben dem Lenkrad zu befestigen. Cupholder für Getränke sind rechts angebracht. Die Materialien sehen sehr nachhaltig aus, die Sitze sind aus grauem Stoff. Der gleiche Stoff läuft auch über das Armaturenbrett, lässt die Seiten aus und geht dann die Säulen hinauf und erstreckt sich über den gesamten Dachhimmel. Die DeSony IQ des gleichnamigen Premium-Wallbox-Herstellers aus Deutschland bringt mit ihr, wenn nicht sogar die ultimative Ladelösung in eure Garage. PV-Überschussladen, Dienstwagenabrechnung und ein MID-Stromzähler sind schon eingebaut. Zusätzlich kann man die Wallbox über Over-the-Air-Updates auf dem Laufenden halten und sie dank integrierter, farblich anpassbarer LEDs als Lichtquelle nutzen. Zum Beispiel auch zum Anzeigen des Ladestatus. Außerdem hat sie sogar Boxen eingebaut und somit hat man alles in einer Wallbox vereint. Wenn ihr die hochwertige und eindrucksvolle Wallbox haben wollt, dann könnt ihr die DeSony IQ ab sofort mit dem Link in der Beschreibungsbox bei eautos.de bestellen. Und mit dem Code PROJECTDRIVE spart ihr euch beim Checkout nochmal 150 Euro. Also viel Spaß mit der DeSony IQ und weiter geht's! Das neue Modell namens MIA 2.0 ist eine Weiterentwicklung. Mit nur 3,2 Metern Länge liegt der Wagen zwischen dem Smart 4.2 mit 2,7 Metern und Renault Twingo mit 3,62 Metern. Dennoch bietet der MIA ein Ladevolumen von stolzen 1500 Litern. Mit weniger als 1000 Kilo ist es für ein Elektroauto zudem sehr leicht. Wie bereits bekannt, sollen die Lithium-Ionen-Batterien vom slowakischen Hersteller InoBat kommen. Die Reichweite soll serienmäßig bei 225 Kilometern liegen, kann aber durch eine optionale zweite Batterie, die auch nachgerüstet werden kann, verdoppelt werden. Zu den sonstigen technischen Daten hält sich die Firma bedeckt. Vermutlich hat sich Fox hier noch nicht festgelegt. Zusätzlich kommt die MIA mit Sicherheitssystemen wie zum Beispiel ESP, ABS, ACC und Blindspot Assist. Die sogenannte Spaceframe-Konstruktion soll für zusätzliche Sicherheit für die Insassen sorgen. Die neue Plattform von Fox E-Mobility soll einer früheren Meldung nach mehrere Derivate der MIA-Produktfamilie ermöglichen, darunter kürzere oder längere Modelle für 3 oder 4 Passagiere und kleine Lieferwagen für urbane Zentren. Die maximale Batteriekapazität mit zwei eingesetzten Modulen beträgt 40 Kilowattstunden.
Auch die Technik für die Antriebseinheit an der Hinterachse ist flexibel und mit einer realisierbaren Leistung von 40 bis über 100 kW, also 136 PS. Ein Frontmotor mit 30 kW oder 41 PS Leistung ist zusätzlich einbaubar. Die Serienproduktion soll im Jahr 2024 beginnen. Nach wie vor ist dafür aber noch kein Partner gefunden. Deshalb heißt es nur, man werde das Auto in Kooperation mit einem führenden Fahrzeughersteller bauen. Die Preise sollen deutlich unter 20.000 Euro liegen. Mal sehen, wie das in Zukunft laufen wird. Wie gefällt euch die Fox Mia? Könnte die ein guter Zweitwagen für die Innenstadt sein? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!